Happy New Year, ein wunderschönes neues Jahr. Ich bin wieder da. Nachdem ich jetzt länger keinen Vlogs gemacht habe, also keine Follow Me Around, habe ich mir gedacht, ich möchte es im neuen Jahr wieder ändern. Ich habe richtig viel Spaß dabei, euch in meinem Alltag mitzunehmen und wir starten jetzt auch schon im Januar damit. Ihr seht, ich bin noch ziemlich zerstrubbelt und muss mich jetzt mal fertig machen, duschen gehen, schminken für den Tag, vorbereiten. Jetzt möchte die Lucky aus dem Schlafzimmer raus. Du musst noch ganz kurz warten und ich lasse jetzt schnell raus. Und schwupps, wie ihr seht, war ich inzwischen schon duschen. Die Kinder haben mich dann doch zu sehr abgelenkt, als dass ich irgendwas hätte noch fertig erzählen können im Schlafzimmer. Aber das macht nichts, weil ich mache mich jetzt fertig für den Tag. Make-up. Es ist mittlerweile schon 22:30 am Samstag, also richtig, richtig spät. Wir müssen jetzt ein bisschen in die Gänge kommen. Wir haben nämlich doch etwas geplant heute. Ich habe mir überlegt, dass ich griechisch kochen möchte. Und zwar gibt es einen Oregano- und Zitronenreis. Dazu richtig knoblauchiges Tzatziki. Und für mich Halloumi, für die Kinder und für den Mann Hühnerspieße. Ich achte ja gerade darauf, dass ich möglichst wenig Fleisch und Fisch konsumiere. Dementsprechend Halloumi. Ich liebe Halloumi. Und dann wollte ich euch ja eigentlich sagen, worum es in diesem Vlog hauptsächlich geht, und zwar um das Thema Hausdekoration. Tada! Viele von meinen Lesern haben mir nämlich geschrieben, dass sie gerne Alternativen zur Weihnachtsdekoration suchen, weil wir haben noch Winter, es ist gerade mal Anfang Januar, heute ist der 4. Januar. Und dementsprechend, was macht man, bis richtig der Frühling losgeht? Es gibt irgendwie nur Weihnachtsdeko und Frühlingsdeko und nichts zwischendrin. Und ich versuche hier einen Kompromiss zu schaffen. Habe auch schon fleißig online geshoppt ein bisschen. Die Pakete kommen nächste Woche an. Dann möchte ich mit euch noch einkaufen gehen. Noch schauen, was ich sonst an Dekoration auftreiben kann. Für Fenster, für Möbel, fürs Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer. Mal schauen, was kommt. Und neue Pflanzen dürfen auch einziehen. Ich habe nämlich den Bonsai, den ich schon versucht hatte, ein paar Mal zu retten, jetzt leider doch nicht retten können. Und ich brauche eine neue Pflanze beim Kamin, die da reinpasst und möchte auch fürs Fenster und generell wieder ein bisschen mehr Grün und frischen Wind ins Haus im Sterntal bringen. We got time on our side, when I stayed home. Nachdem wir jetzt einen Tag Pause im Vlog waren, melde ich mich zurück. Mittlerweile haben wir schon Dienstag, der Kindergarten wieder angefangen, beide Kinder sind außer Haus. Das heißt, ich konnte wieder endlich nach langer Zeit meine ganzen Sachen abarbeiten. E-Mails beantworten, Blogposts schreiben und generell die Woche mal vorplanen. Und weil ich jetzt so fleißig bin, machen wir uns auf den Weg und besorgen jetzt Dekoration und Blumen bzw. Pflanzen. Ich möchte ein bisschen frischen Wind ins Haus bekommen. Mal schauen, ob wir gemeinsam jetzt was finden. Ich hoffe ja doch, dass das eine oder andere Stück dabei
dabei ist, das mir gefällt. Mal schauen. Also, auf geht's, ab ins Auto. Dann kommst du in den Laden und es ist Abverkauf und alles ist leer. Und ich kann nichts kaufen, weil nichts da ist. Das heißt, ich fahre weiter. Auf ein neues. Und Pflanzen gibt es Gott sei Dank immer genug. Also da mal schauen, was ich mit nach Hause nehme. So, ich bin wieder draußen aus dem Gartenzubehörgeschäft und habe ein bisschen was ergattert. Ich habe mich bei den Pflanzen doch sehr zurückgehalten, weil ich immer das Problem habe, wenn ich Pflanzen kaufe, dann weiß ich nie, ob ich die passenden Töpfe dazu habe. Und wenn ich jetzt aber nicht die passenden Töpfe habe, muss ich wieder Töpfe fahren kaufen. Wenn ich Töpfe plus Pflanzen kaufe, ärgere ich mich, dass ich zu Hause Töpfe habe. Deshalb werde ich es jetzt anders machen, werde zu Hause die Töpfe abmessen, damit ich auch weiß, passen Pflanzen rein oder nicht. Ich habe auch was gekauft, das ich dann jetzt gleich ein bisschen aufpeppen werde. Ihr wisst, ich lackiere gern Sachen um und mache gern was neu. Und ich habe so eine coole Stellage, also so ein cooles Teil bekommen, wo man Töpfe reinstellen kann, wo so zwei braune Holzablagen sind. Und die möchte ich weiß lackieren. Das mache ich jetzt noch schnell, bevor die Zwerge nach Hause kommen. Und das Ergebnis zeige ich euch in ein paar Minuten, höchstwahrscheinlich. Zurück aus dem Gartencenter. Mittlerweile haben wir schon Donnerstag. Nein, ist heute Mittwoch. Mittwoch, hoppala. Das sind übrigens die Blumen, also die Pflanzen, die ich gekauft habe. Es war nicht zu viel, aber ich habe euch ja gesagt, ich bin mir recht unsicher wegen den Töpfen. Dafür habe ich hier dieses Gestell geholt, das sofort nach mir gerufen hat, weil ich finde, es passt richtig gut zu unserer Bar hierhin. Ich werde das umlackieren. Also diese Holzsachen kann man runternehmen. Ich werde die weiß lackieren, so wie auch schon der Barwagen hier hinten lackiert wurde. Das war ja eigentlich graues Holz. Ich habe es aber weiß lackiert mit einem so einem Kreidelack. Genauso wie dieses Regal, das voll mit meinen Harry Potter Sachen vom Adventkalender ist. Das wurde auch weiß lackiert und diesen Lack werde ich dann auch für diese Holzsachen verwenden. Die Deko ist da und eine Sache, die ich unbedingt haben wollte, ist dieser Kopf, also ein Blumentopf oder auch eine Vase. Dann haben wir neue Kissenbezüge, neue Vorhänge fürs Wohnzimmer, eine Tischdecke. Und das wird alles in den nächsten Tagen hier im Haus aufgestellt und dekoriert. Ich freue mich schon sehr darauf und werde noch ein paar Blumen kaufen. Ich habe euch übrigens ja noch gar nicht das Endergebnis von diesem Pflanzenregal gezeigt, das ich mit euch gemeinsam lackiert habe. Es schaut richtig toll aus. Allerdings brauche ich hier noch eine Pflanze, die ich in die Nähe stellen werde. Und generell möchte ich am Montag dann nochmal los mit den Töpfen, mit den Maßen, damit ich weiß, hallo, was alles rein gehört. Hier wird gerade Pizza gemacht im Hintergrund in der Küche. Ist Pizza dran am Samstag und ja, ich zeige euch jetzt das Gestell. Und zwar ist das hier das fertig lackierte Regal. Ich finde, das schaut richtig toll aus mit der Pilea und irgendeiner anderen grünen Pflanze, bei der ich den Namen nicht weiß. Es passt gut her, weil alles so schwarz Metall ist. Der Rest vom Haus, der wird dann ja in den nächsten paar Stunden auf Vordermann gebracht. Gerade einkaufen, wollte eigentlich nur eine Pflanze kaufen, habe tatsächlich 5 gekauft. Aber jetzt ist alles komplett, ich kann loslegen, werde jetzt die alte Deko mal wegräumen, die neue Deko herräumen. Ich zeige euch noch ein Vorher-Foto, also einen Schwenk durchs Haus, wie es vorher ausgesehen hat. Und anschließend, wenn die ganze Deko da ist. I've been running from myself so long. I've been running from my heart. Things have never been the same since you packed your bags and played your cards. Summer felt like autumn with the sun so bright and cold, but snow began to fall and there's a light. Searching courage to get up again.
time he stops pretend. La 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 la, I'm smiling, what is happening? La 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 la, oh my God, there's my light, dressed every day, his well-known eyes makes me, oh my God, how come I've never felt like this, until his kiss, singing, oh my God. Watching you for years, he said, but I've never realized that you and I would end up here someday. You're the one that's on my mind. La 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 la, I'm shining, what is happening? La. Hey, hallihallo, so da bin ich wieder. Ich melde mich jetzt zum Schluss noch einmal zu Wort. Ihr habt ja schon gesehen, wie unser Haus ausschaut. Es ist in neuem Glanz, ganz viel Deko. Ich bin ein großer Fan von Sternzeitgelb, also Senfgelb, das wisst ihr ja. Von den Grüntönen, von den Grautönen, von Weiß. Ich finde, das passt ganz gut hier rein. Es macht auch alles etwas gemütlicher wieder. Wenn ihr jetzt auch eure Inspiration gefunden habt, dann freut mich das natürlich sehr. Alle Produkte, die Shops dazu, sind verlinkt auf dem Blog. Den Beitrag findet ihr bereits online. Das Ganze wird auch auf jeden Fall eine Zeit lang hier bleiben. Also ich finde gerade so Papierdekoration kann ruhig bis zum Sommer oder länger bleiben, bevor im Herbst dann wieder ein bisschen andere Farben ins Haus einziehen werden. Ich melde mich ganz bald wieder, denn ich möchte jetzt mindestens einmal im Monat ein YouTube-Video für euch vorbereiten zu unterschiedlichen Themen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt, könnt ihr mir das gerne immer wieder bei Instagram schreiben, hier unten in der Kommentarbox oder auf dem Blog oder per Mail, wie auch immer ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Und jetzt wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Danke fürs Reinschauen und bis ganz bald.